Hallo YouTube, heute schauen wir uns mal eine veranschaulichende Methode an, und zwar den sogenannten Potentialtopf. Und wir werden heute keine Potenziale reinschreiben, aber heute werden wir da Energien reinschreiben. Und wie wir das machen, ist, wir brauchen erstmal eine Energieachse, damit wir da Energien dran schreiben können. Und wir müssen auch wissen, wo wir überhaupt was beschreiben. Das heißt, wir brauchen noch eine Ortsachse, denn wir wollen beschreiben, wo welche Energien herrschen. Und diese Ortsachse geht einfach mal zum Beispiel in beide Richtungen, weil das hier die Entfernung, das heißt der Radius vom Kern weg ist. Wir könnten das natürlich für drei Dimensionen machen, aber ich lasse es jetzt einfach mal auf eine Dimension beschränkt. Wir wissen ein paar Sachen, und zwar wissen wir, dass es einen Kern gibt. Und dieser Kern enthält ein paar Protonen und ein paar Neutronen. Und das Wichtige an diesem Kern ist nämlich, was wir schon im Video zu Bindungsenergien besprochen haben oder kurz angeschnitten haben, ist, dass zwischen einzelnen Hadronen, das heißt einzelnen Kernteilchen, eine sogenannte Bindungsenergie herrscht. Die Teilchen innerhalb eines Kerns sind wie mit einem Gummiband aneinander gespannt. Und das Interessante ist, diese Kernkraft, die starke Kernkraft, so nennt man diese Gummibänder, verhält sich ungefähr wie Gummibänder. Das heißt, wir haben erst einmal diese negative Bindungsenergie durch die starke Kernkraft. Wenn wir uns aber auch nur ein bisschen zu weit vom Kern entfernen, dann ist auf einmal schlagartig das Gummiband zerrissen. Das heißt, wenn wir uns zu stark vom Kern entfernen, dann zerreißt das Gummiband. Und wir haben keine oder kaum noch eine starke Kernkraft. Das heißt, unsere Funktion geht hier wirklich richtig steil hoch. Und deswegen zeichnet man auch manchmal einfach so eine gerade bzw. senkrechte Linie. Und die nächste Sache, über die wir sprechen, ist, dass es gleich mehrere Potentialtöpfe gibt. Das hier wäre ein Potentialtopf für, zum Beispiel für einen Neutron. Denn das Neutron hat hier irgendwo sein, hat die ganze Zeit die Energie 0, denn es wird ja, ist ja keinen Kräften einfach so ausgesetzt. Außer es kommt in die Nähe des Kerns, dann kommt auf einmal die starke Kernkraft. Jetzt gibt es aber auch andere Teilchen, die nennt man auch Protonen. Und diese Protonen haben ein ganz anderes Potenzial. Und zwar ist es bei ihnen nämlich so, dass sie vom Kern abgestoßen werden. Und wenn man sich dann diese Energien ausrechnet, merkt man, dass dadurch, dass sie vom Kern abgestoßen werden, haben sie eine Energiebarriere sozusagen, die sie erstmal erklimmen müssen. Und wir wissen sogar, wie diese Energiebarriere aussieht. Denn wir haben uns schon mal die Coulombkraft angeguckt und die Energien im elektrischen Feld. Dazu habe ich ein Video gemacht. Und man sieht, dass die Energie im elektrischen Feld proportional zu 1 durch den Radius abnimmt. Das heißt, es wäre dann theoretisch so eine Funktion. Und das natürlich auch auf der anderen Seite. Bisschen frei Hand gemalt. Und die wichtige Sache ist noch, dass diese Funktion natürlich hier oben nicht ganz so spitz zuläuft und dann auch mal runterknickt, sondern das hat so eine kleine Abrundung hier oben. Weil die starke Kernkraft doch nicht plötzlich aufhört, sondern es ist einfach nur so ein Faktor von 10 hoch 8. Also sehr stark, aber nicht mega plötzlich. Das heißt, es gibt keine Spitze bei solchen Energiediagrammen. Man sieht aber trotzdem, dass das Proton, was vielleicht irgendwo draußen rumschwirrt, dass es eine große Energiebarriere hat, um in diesen Potentialtopf zu kommen. Wenn es aber einmal im Potentialtopf ist, dann ist es da auch schwer wieder rauszukommen. Denn dieser Potentialtopf, man sieht ja, da fällt man einmal rein und dann kommt man nicht mehr wieder raus, weil man muss eine gigantische Energie aufbringen, bis hier oben kommen, um dann wieder rauszukommen. Und das ist so die grundsätzliche Idee hinter einem Potentialtopf. Ein Potentialtopf veranschaulicht die Energie eines bestimmten Teilchens, zum Beispiel Proton oder Neutron. Neutron hier wäre der blaue Abschnitt, Proton ist der rote und der blaue Abschnitt. Und wir sehen, welche Energien so aufgewendet werden müssen.
Und im nächsten Video werden wir diesen Potentialtopf benutzen, um den Alpha-Zerfall zu erklären. Und wir werden auch das Problem erstmal vom Alpha-Zerfall erläutern. Bis dahin aber noch viel Spaß.